So, dann starten wir mal. Hallo, schönen guten Tag, muss man ja sagen, schönen Nachmittag. Wir sind hier heute von AFS für euch da, also vom American Institute for Foreign Study. Und wir wollen euch ein bisschen was erzählen zum Thema Auslandsaufenthalte. Und ich bin Juliane Krüger-Oechsle von AFS Educational Travel. Seit 15 Jahren bin ich für AFS tätig und meine Kollegen Friederike und Toni als AFS-Returner stellen sich ganz kurz auch nochmal selber vor. Genau, also ich bin Friederike, ich war selber 2013-14 als Highschool-Schülerin in den USA und habe danach noch ein Freiwilligenprojekt auf Sansibar, dem schönen Hintergrund, gemacht. So, und ich bin Toni. Ich war 2017 mit AIFS in Australien und habe da die Programmkombination Work and Travel, Au-pair und Sprachreise gemacht. Genau. Und wir werden es heute so machen, dass wir euch natürlich ein bisschen was zeigen wollen, auch von den Möglichkeiten, die ihr im Ausland machen könnt. Ganz wichtiger Hinweis: Ihr habt die Möglichkeit, nach unserem Webinar hier auf den Link zu klicken, der auch im Chat veröffentlicht ist, beziehungsweise auch bei der Expolingua, und könnt danach uns auch noch zu so einem sogenannten Follow-up-Chat persönlich treffen. Das heißt, wir beantworten euch dann noch Fragen und können dann miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, besonders spannend ist es natürlich immer zu hören, was so unsere Returner so unterwegs erlebt haben. Ich teile trotzdem mal jetzt den Bildschirm und vielleicht könnt ihr zwei mal schon mal so ein bisschen starten. Wie hat denn so eure Begeisterung für das Thema Ausland angefangen? Wer anfangen möchte? Ich fange einfach mal an. Und zwar bei mir hat das schon ganz klein angefangen, weil meine Familie und ich, wir sind immer sehr viel gereist. Und dann hatten wir zu jung bei die Möglichkeit, mal in die USA zu fliegen. Und von da an stand für mich eigentlich fest, dass ich unbedingt mal auf so eine Highschool gehen wollte. Und da war das. Genau, ähnliche Situation bei mir. Also auch ich reise sehr viel und bin auch schon damals sehr viel gereist, auch vor meinem Auslandsaufenthalt und habe halt gedacht, das ist die optimale Möglichkeit, auch nochmal für längere Zeit ins Ausland zu gehen, vor allem so weit weg. Genau, und habe es daher gemacht. Genau, und wir wollen euch einfach ein bisschen was erzählen, was man alles so machen kann, unter dem großen Stichwort Gap Year, aber natürlich vielleicht auch nicht direkt nach dem Abitur, sondern auch während dem Studium, nach dem Studium, möglicherweise, wenn ihr schon eine Ausbildung abgeschlossen habt oder einen Bachelor habt und dann nochmal ein bisschen Zeit habt, um im Ausland unterwegs zu sein. Also wir werden versuchen, mal so einen kleinen Überblick zu geben, was alles so möglich ist. Was wir auch noch ganz kurz wollen, ist natürlich uns vorstellen von AFS. AFS heißt in Abkürzung American Institute for Foreign Study und gibt es schon seit 1964. Und im Jahr schicken wir um die 5000 junge und jung gebliebene Menschen in die Welt, so kann man es eigentlich sagen. Und wir haben hier in Deutschland 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Bonner Hauptstelle. Wir haben aber auch Büros in Wien und in Zürich. Und auch eine Beraterin in Südtirol. Also wir sind auch sehr, sehr gut im deutschsprachigen Raum aufgestellt. Und ihr habt über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die euch nämlich dann auch vor Ort unterstützen. Was natürlich immer eine ganz, ganz große Frage ist, bin ich jetzt vor Ort alleine oder habe ich da Ansprechpartner? Kann ich mich da an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von AFS oder auch Partner von uns wenden? Ja, das könnt ihr. Also wir haben vor Ort auch immer unsere Kolleginnen und Kollegen, die ihr eben ansprechen könnt. Ja, und dann frage ich einfach mal natürlich euch zwei als erstes. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ihr habt ja schon gesagt, oft ist es ja schon ein ganz, ganz langer Traum. Oft ist es ja schon ganz, ja, was man sich immer so vorstellt. Und trotzdem, warum zum Beispiel, Toni, hast du es direkt nach dem Abi gemacht? Ich habe es direkt nach dem Abitur gemacht, weil ich erstmal eine Break haben wollte. Das heißt, nach 12 Jahren Schule wollte ich nicht direkt das 5-jährige Studium hinten ranhängen und habe gedacht, das ist die optimale Zeit und auch die perfekte Zeit, um diese Lücke optimal zu nutzen, weil wann hat man später nochmal die Chance, so lange ins Ausland zu kommen? Genau. Und Friederike, du hast ja schon zwei Aufenthalte auch hinter dir, also zumindest zwei mit AFS. Und der erste war ja direkt noch in der Schulzeit. Warum in der Schule? Warum so früh?
Also ich wollte auf jeden Fall schon immer auf so eine Highschool gehen und das kann man ja nur im bestimmten Alter einfach dieses Leben mitbekommen und wirklich Teil der Familie sein. Andererseits einfach die Englischkenntnisse fürs Abi und fürs spätere Leben intensivieren. Das war genau. Gründe ja. bei mir. Und warum USA und warum Sansibar als zweiten Schritt? Die USA war das schon immer ein Traum. Ich habe früher über nichts anderes nachgedacht. Und Sansibar, einfach weil das eine ganz andere Kultur war oder ist und einfach eine wunderschöne Landschaft und man da so viel wirklich auch Gemeinnütziges machen kann. Genau. Bei Toni sieht man es natürlich schon am Bild. Australien lässt grüßen. Du bist direkt nach Australien gegangen. Warum hast du dich für Australien entschieden? Genau, ich habe mich für Australien entschieden, weil ich dachte, ich wollte so weit weg wie möglich. Und da standen dann Australien und Neuseeland zur Auswahl. Beide Länder natürlich auch von der Natur her wahnsinnig schön und viel vielfältiger, als man denkt, auch bei Australien. Genau, das war eigentlich mein Grund, also so weit weg wie möglich. Genau, gut. Und ja, wir haben ja hier auch nochmal so ein bisschen, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Allerdings auch natürlich, warum macht man sowas eigentlich? Ihr habt ja beide auch eine ganz, ganz unterschiedliche Motivation so ein bisschen beschrieben. Natürlich geht es auch darum, einfach mal die Perspektive zu wechseln, einfach mal zu gucken, ja, wie lebt es sich eigentlich in einer komplett anderen Kultur, die mir auch fremd ist, also wo ich auch eigentlich gar keinen Bezug hatte vorher. Und würdet ihr beide dann sagen, dass sich so eure Erwartungen, die ihr so hattet, zumindest so ein bisschen erfüllt haben oder war es so ganz, ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt, so ganz allgemein erstmal? Also bei mir hat sich das definitiv erfüllt, beziehungsweise wurden die Erwartungen noch übertroffen in meinem Highschool, ja definitiv einfach, man hat ja immer schon so die Sachen gehört und aus Filmen gesehen, so zu der Highschool und das passt halt einfach ganz genau, auch diesen Spirit zu erleben, also ja. Genau. Genau, bei mir gleiche Situation, also meine Erwartungen wurden auch voll erfüllt, beziehungsweise mit Blick auf die Länder eigentlich sogar noch übertroffen, weil ich hätte nie gedacht, dass Australien einerseits auch Berge und Schnee hat, andererseits aber auch, dass die Leute quasi so offen sind und so herzlich sind. Genau. Genau. Ja, also warum macht man es? Natürlich geht es auch um die viel gepriesene interkulturelle Kompetenz. Es ist ja nicht so, wenn, oder ihr habt es sicherlich ähnlich erlebt, wenn man unterwegs ist, dass man ja nicht nur als Reisender dann auf Einheimische trifft, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, dass man eben in den USA, wenn man eben in die Highschool geht, auch in einer amerikanischen Gastfamilie lebt oder so wie du, Toni, eben in verschiedenen Programmen hast du ja auch sehr viele Australier sicherlich kennengelernt. Aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele andere Menschen aus ganz, ganz vielen Nationen unterwegs und auch das ist natürlich eine tolle Erfahrung, einfach auch in Bezug auf zukünftige interkulturelle Kompetenz, weil ihr alle werdet in Zukunft natürlich immer mehr auch international arbeiten. Die Teams werden immer internationaler werden. Und dazu gehört natürlich auch die Fremdsprache. In dem Falle ja bei dir, Toni, Englisch. Wie war das so mit Abiturwissen? Hat es ausgereicht oder hast du am Anfang so Zeit gebraucht? Genau, klar. Also mit dem Abiturwissen sind wir relativ gut aufgestellt. Das heißt, die Leute im Ausland sind eher überrascht, wie gut wir doch eigentlich schon Englisch sprechen. Da sollte man sich auf keinen Fall Sorgen machen, dass das Englisch zu schlecht ist, weil die Leute helfen einem auch super weiter. Das heißt, vor allem in den ersten Wochen ist vielleicht komisch, dass man immer zu Englisch spricht, aber man gewöhnt sich auch super schnell dran. Okay. Friederike, du hast ja in Sansibar auch ein bisschen Swahili sprechen dürfen. Ja. Wusstest du das vorher oder hat sich das so vor Ort ergeben? Das hatte sich vor Ort ergeben tatsächlich, einfach weil die Leute vor Ort natürlich Swahili sprechen und dann war der eine Verantwortliche, der war so an Deutsch interessiert, dass wir gesagt haben, gut, ich bringe dir ein bisschen Deutsch bei und er bringt mir ein bisschen Swahili bei. Aber vorher konnte ich kein Wort. Genau, also das ist sicherlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, warum so ein Auslandsaufenthalt eigentlich auch wirklich attraktiv ist, weil ihr natürlich immer auch die Möglichkeit habt, eure Fremdsprachenkenntnisse, die ihr in der Regel ja hier in Deutschland schon erworben habt, natürlich dann im Ausland auch zu praktizieren, ne? Also wirklich auch anzuwenden, zu sprechen, sich zu trauen und genau. Ja, und natürlich geht es auch ein bisschen drum, einfach indem man eben mit der Familie, mit Kolleginnen und Kollegen oder auf einer Farm oder wo auch immer lebt und arbeitet,
hinter die Kulissen zu gucken und einfach auch eine Kultur zu verstehen und alles am Ende dann eben auch ein Stückchen für euch selber als Person zu reifen, zu wachsen, einfach Erfahrungen zu sammeln, die man eben einfach nicht sammeln würde, wenn man eben auch wirklich hier bleibt. Ne? Genau. Ja, welche Programme habt ihr gemacht? Da kommen wir jetzt mal gleich hier zum ersten, was wir euch gerne vorstellen wollen. Und zwar, Toni, du warst ja auch Au-pair. Genau. Magst du kurz erzählen? Genau, ich war auch Au-pair und konnte damit quasi meine drei Interessen miteinander kombinieren. Also einmal das Reisen, dann die Sprache und natürlich auch die Arbeit mit Kindern. Genau, also für mich war das Au-pair-Programm somit wirklich die beste Möglichkeit, auch das Land und die Leute kennenzulernen, da man ja einerseits wirklich in der Familie arbeitet, sich um die Kinder kümmert, andererseits aber auch wirklich Teil der Familie ist, in der Familie lebt und somit auch wirklich diesen Spirit der Locals sozusagen wirklich kennenlernt. Genau. Friederike, du warst, hast ja das Freiwilligenprogramm gemacht im Bereich GAP hier. Und wie kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast? Du warst ja 3 Wochen nur unterwegs. Toni war ja ein ganzes Jahr unterwegs. Also daran seht ihr auch, es gibt also auch unterschiedliche Zeiten, die man eben im Ausland sein kann. Genau. Also ich war auf einem Meeresschildkrötenschutzprojekt, hatte vorher aber spontan die Möglichkeit, noch in das Naturschutzprojekt zu wechseln, habe ich sehr viel die Kultur kennengelernt und habe wirklich auch mit den Einheimischen, weil das mitten in dem Dorf war, wo nichts weiter drumherum ist, haben wir einfach wirklich Kontakt zu den Einheimischen, zu den Kindern gehabt. Wir haben in der Schule geholfen, haben gestrichen, renovieren geholfen und der Naturumwelt einfach aufgeklärt. Und meine andere Woche dann war in dem Meeresschildkrötenschutzprojekt und da haben wir wirklich einfach alles rund um die Tiere gemacht. Wir haben die gepflegt, wir haben Wasser gewechselt, Seegras gesammelt. Natürlich gehört dann auch Strand draufräumen dazu, dass man einfach wirklich auch diesen Umweltaspekt, der ist eigentlich immer dabei, die Tiere mit Medizin versorgt. Manchmal auch einfach die Gäste, die dann auch vor Ort sein dürfen, rumgeführt in dieser Auffangstation. Das waren die Hauptaufgaben. So ein bisschen wie ein Tourguide, ne? Ganz genau. Genau. Ja. Toni, du warst bisher jetzt eher, dann viele würden immer sagen, also Au-pair ist eigentlich sowas, was man eher denkt, dass es halt junge Frauen machen. Du bist jetzt ein männliches Au-pair gewesen. Warst du was Besonderes in Australien oder war das schon eher so ein bisschen selbstverständlich? Eigentlich gar nicht. Also es war eher selbstverständlich, vor allem in diesen Ländern gibt es halt wahnsinnig viele Au-pairs. Das wird halt von den Familien super genutzt. Und klar, Familien, die Jungs haben, die wünschen sich dann auch des Öfteren mal ein männliches Au-pair, einfach weil man viel besser auf die Interessen eingehen kann. Das heißt, männliche Au-pairs sind mittlerweile auch gar keine Seltenheit mehr. Mhm, genau. Gut, und wie war denn so, als ihr dann euch überlegt habt, eure Programme zu machen, wie war denn so die Unterstützung von euren Familien hier in Deutschland oder von euren Freunden auch? Was habt ihr denn da so an Erfahrung? Also bei mir war das tatsächlich erst sehr überraschend, weil ich nie das Kind war, was gerne irgendwie über die Sommerferien weggegangen ist. Aber meine Mutti wusste zum Beispiel auch, dass ich, seit wir in den USA waren, dass ich gerne auf eine Highschool gehen wollte. Und dann meinte sie, also sie stand definitiv die ganze Zeit hinter mir, meinte aber auch, wenn ich das wirklich machen will, soll ich mich drum kümmern und hat mich bei jedem Schritt unterstützt. Sie ist mit mir zur Botschaft gegangen und hat wirklich alle Gespräche mitgemacht. Und auch meine Freunde, die fanden das richtig cool. Also die waren alle begeistert und jetzt im Nachhinein wünschen sie sich, das auch gemacht zu haben. Also Unterstützung ist eigentlich von alten Seiten bei mir immer da gewesen. Ich wusste immer, jemand ist hinter mir. Und es war auch ein gutes Gefühl, also auf die Art und Weise konntest du dann eben auch so deine Pläne umsetzen. Mhm. Ja, definitiv und auch jetzt immer noch, also auch wenn ich schon erwachsen bin, meine Mutti steht trotzdem hinter mir, dass ich weiß, irgendjemand ist immer für mich da. Mhm. Toni, bei dir? Gleiche Situation bei mir. Das heißt, ich wurde auch vollkommen unterstützt von meinen Eltern und ja, auch meine Freunde, die sind mittlerweile... ja, die ärgern sich so ein bisschen, dass sie diese Chance nicht genutzt haben, dass wir jetzt halt quasi ein Jahr im Ausland waren, Erfahrungen sammeln konnten, die Welt sehen konnten. Genau, dass sie das nicht gemacht haben. Von daher bin ich da doch schon ganz froh, aber von der Familie auch voll unterstützt, genau. Mhm. Super. Nee, Toni, du hast ja auch gesagt, dass du
die Programme auch miteinander kombiniert hast. Ich habe jetzt hier mal so die Weltkarte nochmal aufgemacht, mache eine Weltreise draus. Also mit IFS kann man halt viele Programme auch kombinieren. Du warst in Australien, du hast einen Sprachkurs gemacht, du warst Au-pair, du hast danach Work and Travel gemacht und warst natürlich auch nochmal richtig unterwegs, oder? Genau, richtig. Also bei mir war es so, dass ich natürlich Australien bereist habe, was sonst, und natürlich nebenbei auch noch Videos ganz viele von Australien aus machen. Auf Bali war das, heißt Bali, das Mallorca Australiens. Okay. Da war ich einen kleinen Abstecher, und auf dem Rückflug war ich noch in Hongkong. Das heißt, ich habe auf meinem Rückflug quasi da noch einen Stopp eingelegt. Genau, also ihr dürft auch, wenn ihr ein Visum für ein bestimmtes Land habt, natürlich auch das Land mal verlassen, mal rüber einen Abstecher machen nach Neuseeland oder. Das heißt, auch da hat man wirklich die Möglichkeiten, die Programme flexibel kombinieren und quasi auch die Länder miteinander zu kombinieren. Genau, und das ist ja auch die schöne Herausforderung, ne? Wenn man dann also zum Beispiel das Work-and-Travel-Visum für Australien hat, kann man natürlich auch mal Neuseeland, Fidschi, Bali oder umliegende Länder bereisen, ohne, wenn man dann wieder Geld braucht, dann zurückzugehen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt wieder in Australien weiter. Ihr wart jetzt beide ja schon sehr, sehr viel und sehr weit weg. Wie war es denn so mit Heimweh oder Kulturschock? Gab es so Situationen, wo ihr dann so darüber nachgedacht habt, eigentlich würde ich jetzt sofort wieder einen Flug buchen und sofort nach Hause? Also bei mir war das mit dem Highschool ja definitiv zwischendrin auch so Weihnachten, weil ich dann auch so ein paar persönliche Probleme hatte. Ich dachte, eigentlich willst du nach Hause, eigentlich willst du deiner Familie. Aber andererseits dann war das alles wieder so cool, diese neuen Erfahrungen mit aufzunehmen, alles einzusaugen, die Freunde, die Familie, die dann vor Ort für einen da waren. Also Kulturschock würde ich jetzt überhaupt nicht behaupten. Einfach manchmal einfach Heimweh, was halt normal ist. Und dann wird man halt einfach von den Freunden, Familien, neuen Bekanntschaften abgelenkt und dann geht es. Und auch in meinem Jahr, in meinem Freiwilligenprojekt auf Sansibar, ich meine, die Kultur war ja doch ganz anders als das, was man hier kennt. Und ich fand das einfach super aufregend, das kennenzulernen. Und wird auf jeden Fall, also nach Hause wollte ich in dem Sinne eigentlich nie. Genau, ich finde auch, da überwiegt dann doch diese Abenteuerlust. Das heißt, klar, man hat mal Heimweh, aber die Alternative wäre dann quasi auch wieder nur zu Hause zu sitzen und dann würde man halt auch was verpassen. Das heißt, zu Hause wird man genauso gut denken, ach, wäre ich jetzt doch nicht lieber im Ausland und so weiter. Von daher, klar, Heimweh gehört dazu, aber das konnte man dann eben vor Ort auch relativ gut kompensieren, beziehungsweise fand ich, war das eher wie so ein positiver Kulturschock, dass man halt doch gemerkt hat, wie hilfsbereit die Leute sind. Also ich kann mich noch am ersten Tag in Sydney erinnern, wie die Leute uns da quasi auf unserer Suche zum AIFS-Büro quasi geholfen haben. Also super hilfsbereit. Genau, also da fühlt man sich dann doch auf jeden Fall auch willkommen. Ich sage, eine ganz wichtige Sache an. Als Fernweh. Genau. Es spricht eine ganz wichtige Sache an, die Unterstützung vor Ort. Habt ihr die als positiv empfunden? War das für euch wirklich hilfreich, dass ihr da Ansprechpartner hatte? Also von meiner Seite aus definitiv. Das war immer, also man hat auch vor Ort, wenn man wirklich Probleme hat, konnte man immer mit jemandem sprechen. Und das war auch meistens bei mir, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe sogar mehr als eine Person immer gehabt, die gefragt hat, wie es mir geht von der Organisation. Also falls ich mal wirklich dann gedacht habe, so nee, sprichst du nicht an. Und dann nächstes Mal dachte ich, doch, irgendjemand war immer da und hat mir zugehört, dass man irgendwie eine Lösung für das Problem finden konnte. Genau, und das kann ich auch wieder nur bestätigen. Das heißt vor allem auch bei so Programmen wie Work and Travel, wo man ja quasi wirklich super flexibel ist, hat man halt trotzdem noch den Ansprechpartner. Das heißt, in Sydney, da hat AIFS ja direkt ein Büro auch vor Ort und im Büro gab es halt immer Ansprechpartner. Das heißt, man hatte 24/7, konnte man quasi sich mit Problemen eigentlich an die Organisation wenden. Man hatte Einführungsworkshops. Man hat Unterstützung bekommen beim Schreiben des CVs, man hat Jobangebote über Newsletter und über ein Jobboard bekommen und. Ja, also da war es halt schon ein relativ schönes Gefühl, dass man quasi auch im Ausland sozusagen noch einen Ansprechpartner wirklich hat, wo man sich mit allen Sorgen und mit dem ganzen Kummer, den man eventuell dann vielleicht doch mal einen Tag hat, hinwenden kann. Genau, also da wird einem wirklich immer dann super geholfen.
Genau, ich habe hier mal eine kurze Übersicht nochmal, in welchen Ländern man jetzt Work and Travel noch machen könnte, unabhängig von Australien. Im Moment eben auch Japan, Kanada, Neuseeland und in Großbritannien. Und wenn man als wichtiger Punkt natürlich jetzt, Länder wie Australien und Neuseeland sind natürlich im Moment von den Grenzen her durch die Corona-Pandemie nicht offen. Das heißt, man kann zurzeit nicht einreisen. Aber wenn es von eurer Seite aus Interesse gibt, in dieses Land einzureisen, dann gibt es die Möglichkeit, sich auf der AFS-Website zu registrieren als Interessentin oder Interessent. Und ihr könnt, werdet dann von uns und von unseren Kollegen aus dem Bonner Büro oder aus dem Wiener oder auch Züricher Büro informiert darüber, dass wie es dann weitergeht, wenn dann die Grenzen demnächst offen sind. Und auch die Frage, die ja immer kommt und jeden Tag uns natürlich gestellt wird: Glaubt ihr denn, dass man auch wieder reisen kann? Natürlich können wir gar nichts versprechen, aber wir glauben ganz fest dran, wir hoffen sehr und mit dieser Regelung, dass ihr euch bei uns registrieren könnt, versorgen wir euch dann eben auch mit den nötigen Informationen. Irgendwann wart ihr ja dann auch wieder zurück, ihr zwei. Und wie war das denn? Wie hat denn dieser Auslandsaufenthalt eure beruflichen Pläne beeinflusst? Also bei mir war das durch den Tourismus einmal an sich überhaupt, weil ich das so super und interessant fand, dass ich dann Tourismuswirtschaft studiert habe und dadurch, dass das ein Dualstudium war, hatte ich dann die Möglichkeit, weil ich das über IFS gemacht habe, bei Juliane im IFS-Büro in Berlin zu machen, und das wusste ich ja vorher auch nicht. Aber ich fand das so faszinierend und interessant, wie das alles läuft, und ich wollte international arbeiten, das habe ich dann gemerkt, mit Englisch, und da wurde ich in die Richtung schon ganz schön, das wurde mir bewusst, sagen wir so. Ja. Genau, bei mir ist es so, dass ich im Lehramt für Englisch und Geografie studiere und dabei natürlich auch wieder sowohl die Sprache als auch das Reisen so ihren Platz quasi finden. Genau, und dadurch, dass man halt durch den Auslandsaufenthalt ja seine Sprachkenntnisse immens verbessern konnte, hat mir das natürlich auch das Studium wahnsinnig erleichtert. Genau. Habt ihr denn Reisepläne für die Zukunft, trotz Corona, sag ich mal, wenn es dann wieder geht, hoffentlich? Auf jeden Fall. Also meine Pläne sind es als nächstes, meine Gastfamilie in den USA zu besuchen und das in einem Schwung gleich mit vielleicht einem Farmwork oder so in Kanada noch abzuarbeiten und nach Costa Rica zu fliegen. Das sind meine nächsten Pläne. Genau, bei mir auch hier wieder ähnliche Situationen. Das heißt, ich wollte eigentlich schon im letzten Jahr meine Gastfamilie besuchen. War auch schon alles gebucht und geplant, aber das ging dann ja leider nicht. Also das möchte ich dann auf jeden Fall wieder nachholen. Und dann möchte ich definitiv auch nochmal, wir sehen es gerade auch auf der Folie, ein Freiwilligenprojekt machen im Bereich Teaching. Genau, also bei dir ganz klassisch auch, hat sich das natürlich beruflich auch sehr manifestiert, ne? Du nutzt diese Aufenthalte eben auch für deine berufliche Laufbahn. Und ich denke mal, das ist ja vielleicht auch ein Weg, den man auch gehen kann. Also nicht nur es als direkt nach dem Abi als Orientierungszeit zu nutzen, sondern es wirklich ganz gezielt auch einzubauen in zum Beispiel in den Studiengang. Friederike, du hattest eine Mitstreiterin, die das sozusagen auch als Praktikum gemacht hat. Genau, bei mir, ich hatte eine, die Biologie studiert hat, und die hat das Freiwilligenprojekt für 3 Monate gemacht und hat das dann sich anrechnen lassen können. Genau, also das ist eben, sind eben auch Möglichkeiten, die man nutzen kann, dass man es eben auch in seinen beruflichen Kontext mit einfließen lässt. Ich frage dich jetzt trotzdem nochmal, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, Friederike, Freiwilligenarbeit zu machen. Sansibar gehört zu Tansania, ist ein afrikanisches Land. Was hat deine Entscheidung vor allen Dingen gefördert? Also warum wolltest du unbedingt dahin? Auf jeden Fall wegen den Schiffen. Weil es so viel Auswahl gibt. Ich hatte auch sehr viele zur Auswahl, weil ich alles machen will, also ganz klar. Aber für die kurze Zeit dachte ich mir auf jeden Fall irgendwie was nicht so weit weg ist, dass sich das auch lohnt. Und ich wollte unbedingt die Schildkröten. Also definitiv war das Hauptgrund Nummer 1. Und einfach diese wunderschöne Natur mit den Stränden. Und einfach, weil ich schon mal in Afrika war vorher. Und diese Mentalität einfach, ich wusste, wie herzlich die sind. Und ja, das war recht einfach dann entschieden. Genau.
Toni, du hast ja dann auch noch in Sprach, du hast ja dein, ja, sag mal, Work-and-Travel-Au-pair-Kombinationsjahr mit einem Sprachkurs gestartet. Nun hast du ja Abitur, weiß ich ja. War das, fühltest du dich unsicher oder war das sozusagen nur noch mal eine Sache on top, um einfach ein bisschen Qualifikation zu stärken und ein bisschen sicherer zu werden? Genau, klar. Also es spielt immer eine Rolle, dass man ja am Ende auch ein Zertifikat bekommt und quasi auch sozusagen das Sprachniveau bestätigt bekommt. Nein, aber für mich war es quasi auch erstmal so diese Möglichkeit, wirklich in Australien anzukommen. Das heißt, nicht direkt in meine Programme zu starten, sondern wirklich erstmal so eine Überbrückungszeit zu haben, quasi nochmal mit der Sprache warm zu werden, nochmal wirklich den Input durch einen Sprachkurs zu bekommen, der natürlich auch noch zusätzlich dadurch verstärkt wurde, dass man ja währenddessen auch in der Gastfamilie gelebt hat. Genau, deshalb habe ich mich quasi für den Start noch vorher mit einem zweiwöchigen Sprachkurs entschieden. Da hast du ja auch direkt bei einer Gastfamilie gelebt, richtig? Genau, richtig. Da habe ich in der Gastfamilie gelebt. Das war ein englisches Ehepaar, die super gastfreundlich waren, mit schönem Blick auf die Skyline von Sydney. Das war halt wirklich ein ganz anderes Schulleben, kann man sozusagen sagen. Man ging vormittags immer oder ist man in die Sprachschule gefahren. Nachmittags gab es dann ein paar Hausaufgaben. Abends ist man dann zum Strand gegangen, hat dann noch den Blick auf die Skyline genossen. Ja, also es war halt schon wirklich auch ein guter Moment oder erstmal eine gute Überbrückung in diese ganzen Eindrücke, die einem am Anfang sozusagen überwältigen, um die erstmal kompensieren oder verarbeiten zu können. Ja, genau. Ja. Und ich weiß auch, du hast ja auch noch Kontakt zu deiner, auch zu deiner Gastfamilie, die du sozusagen in diesem zweiwöchigen Sprachkurs gemacht hast. Ich denke, das ist ja auch so ein Punkt, wenn man eben in der Welt unterwegs war, dass man eben auch eine Familie auf der anderen Seite der Erdkugel möglicherweise hat. Friederike, du hast eine in den USA, du hast ja sogar zwei in Australien. Also solche Kontakte halten sich natürlich auch fürs Leben. Was würdet ihr zwei denn Interessenten, die ihr immer noch so ein bisschen überlegen, ob sie sich trauen, ob sie sagen, okay, soll ich das wirklich machen oder nicht, was würdet ihr denen denn so als Empfehlung geben, so als letzte Sequenz, die wir jetzt hier haben? Also ich würde definitiv sagen, also ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber einfach machen, weil ich hatte nach dem Abi mir eigentlich die Zeit genommen, dass ich nochmal Freiwilligenprojekte kombiniere, war dann aber eigentlich nur in Deutschland arbeiten und im Nachhinein bereue ich das einfach, weil man wirklich so viel, weil eben so viel entgangen ist auch, was man erleben kann, einfach diese wunderschöne Welt auch mal mitzuerleben. Und wenn es am Englisch liegt, was man ja auch oft mitbekommt, dass die Leute Angst haben, wenn man sich wirklich sicherer fühlen will, dann einfach englische Filme, Bücher, alles irgendwie angucken, alles lesen auf Englisch, wenn man kann. Und sich wirklich einfach trauen und offen sein für neue Erfahrungen. Es reißt dann keiner den Kopf ab, wenn mal irgendwas passiert. Und man hat wirklich immer die Familie und die Organisation im Hintergrund, die für einen da sind. Also man ist auch nie alleine gelassen. Mhm. Genau, und ich sage quasi auch immer, wenn man so diesen Gedanken hat, dass man ja vielleicht ins Ausland gehen könnte, dann sollte man es auch auf jeden Fall machen, weil wenn man diesen Gedanken irgendwie hat und das dann trotzdem nicht verwirklicht, dann wird man das wahrscheinlich, so sehe ich es jetzt bei vielen, mit denen ich studiere auch, dann wird man es halt irgendwann bereuen oder sich ärgern, Mensch, warum habe ich das nicht auch gemacht sozusagen. Das eine Jahr ist ja, man fängt quasi ein Jahr später mit dem Studium oder sonst was an, aber es ist ja auf keinen Fall ein verlorenes Jahr. Das heißt, man lernt so viel dazu, sammelt so viele Erfahrungen, verbessert seine Sprachkenntnisse immens. Das heißt, da lohnt es sich auf jeden Fall. Genau, und wenn man den Gedanken irgendwie in sich trägt, dann auf jeden Fall machen. Genau. Auch als Empfehlung für die Entscheidung, sowohl hier mal auf die Geschichten unserer AFS Heroes gucken, als auch mit so viel wie möglich ehemaligen Teilnehmern sprechen, um einfach ein authentisches Bild zu bekommen. Was sehr empfehlenswert ist, sind auch die AFS-Accounts, zum Beispiel der AFS-Instagram-Account, der in der Regel jedes Wochenende von ehemaligen AFS-Teilnehmern übernommen wird und wo eben wirklich sehr, sehr authentisch, teilweise sind die auch noch direkt unterwegs, berichtet wird, wie alles läuft, was man alles machen kann, worauf man achten kann und, und.
Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann haben wir jetzt eben für euch die Möglichkeit vorbereitet, dass wir uns jetzt nochmal in diesem Follow-up-Chat treffen können, wo wir alle drei nochmal da sind und wo wir jetzt auch nochmal dann ganz gezielt Fragen beantworten werden, die ihr habt, die ihr uns stellen könnt, am besten direkt oder auch über einen Chat. Ansonsten alle weiteren Informationen über unsere Website aefs.de. Gerne immer bei unseren Länderexperten, Programmexperten melden. Wir beraten euch gerne, auch wenn es so zum Thema Kombination geht, welche Programme ihr miteinander kombinieren könnt und, und. Ich danke euch beiden, Toni, Friederike, für die sehr, sehr authentischen und wunderbaren Geschichten und hoffe, dass wir jetzt dann doch ganz viele von euch gleich in dem Follow-up-Chat sehen. Und der Link ist auch nochmal unter Chats veröffentlicht worden. Gleich der erste Eintrag. Vielen Dank.